Ja, liebe Freundinnen und Freunde meines initiatischen Weges, ganz kurz, ich werde immer wieder gefragt, was bedeutet initiatisch? Ich habe diesen Begriff erstmalig gehört und dann halt auch in meine Arbeit übernommen von meinem ersten spirituellen Lehrer Karl Fried Graf Dürkheim, der seine Arbeit Initiatische Therapie von Initiare, die Tore zum Geheimnisvollen öffnen, nannte. Und das erlebe ich in meiner Arbeit eigentlich primär, das erlebe ich auch in meiner Kernkompetenz. Ich öffne Türen im Menschen, in seiner Persona, ja, ins Geheimnisvolle hinein, ins Unbekannte, ins Existenzielle. Ich mache den Patienten durchlässig für die jetzt wieder Dürkheim in ihm wohnende Göttlichkeit, das in ihm vorhandene Licht, so Dürkheim nannte es immer, seine immanente Transzendenz. Das nur noch mal ganz kurz vorab, weil ich immer wieder gefragt werde, was bedeutet initiatisch? Wozu ich euch heute eine kurze Belehrung geben möchte, ist ein leibtherapeutisches Format, was in meiner Arbeit einen immer größeren Rahmen einnimmt, immer öfter auch getestet wird und für mich nochmal eine neue Ebene von initiatischer Arbeit eingeläutet hat, die sogenannte mitochondriale Leibtherapie. Was ist es und wie ist die entstanden? Wie so vieles in meiner Arbeit verdanke ich den Hinweis auf dieses Tun einem Traum, in dem mir mein geistiger Lehrer Vaivamos erschien. Er erscheint mir ja immer als Koch, einen großen alchemistischen Kochtopf rührend, und so war es auch diesmal wieder vor ungefähr 6 Wochen. Und er sagte mir, wenn ihr wirklich heilen wollt, ähnlich wie beim Krebs, und ich wusste, dass er in dem Moment das Kurkumera und den Agaricus meinte, den das Kurkumera braucht, um bis ins Mitochondrium hineinzukommen, dann müsst ihr ins Mitochondrium gehen. Ihr müsst alle die Dinge, die krank machen und verleugnen, aber auch alle die Dinge, die neu ins System sollen, im Mitochondrium einmal löschen, heilen und regulieren, aber auch dort implantieren und zünden. Ich muss gestehen, ich konnte erst mal mit dem Mitochondrium nicht so viel anfangen. Ich habe das mal vor 40 Jahren unterrichtet. Es war einer meiner allerersten Unterrichte. Aber ich bin ein schlechter Biologe, ein schlechter Biochemiker. Ich wusste irgendwas von Kraftwerk der Zelle und ich wusste aus der Onkologie, wo mein Lieblingspräparat Procurmin komplett von Tissot ist, dass es nicht reicht, Kurkumera ins System hineinzubringen, so hoch wie immer auch, sondern dass dieses Kurkumera ins Mitochondrium hinein muss, weil da wohl der Krebs entsteht und dass es hier verschiedene Carrier braucht, unter anderem dem Agaricus, den die Firma Tissot dem Procurmin zumengt, weil der Agaricus, nächste Woche in Leipzig spreche ich ganz viel über ihn, eben die Fähigkeit hat, diese tiefste Tiefe zu erreichen, wie wohl angeblich keine andere Pflanze. Ja, und dann sagte der Vaivamos ganz klar und deutlich, wie wir das tun sollen. Wir sollen mit dem Patienten kurz herausarbeiten, was so seine Primärverleugnung sind, seine Primärtraumata, seine Primärtäuschung, seine primär negativen Glaubenssätze. Und die sollen wir mit einer Hand leibend und mit der anderen Hand unseren Tensor schwingend, kreisförmig schwingend, also bei mir schwingt der immer eigentlich von alleine und wenn die Arbeit zu Ende ist, hört der auch tatsächlich auf zu schwingen und ich habe die Vorstellung bei diesem Schwingen, durch den Tensor wird alles, was ich mit der einen Hand beim Leiben berühre, aus dem System ausgeschwungen. Und Vaivamos sagte uns dann weiter, wir sollen uns bei diesem Teil der Arbeit
ein Mitochondrium vorstellen. Ich poste es euch, findet man aber im Netz. Und über dieses Mitochondrium Sinus imaginieren. Und während wir uns das vorstellen, wiederholt der Patient laut: Meine Angst, gelöscht, geheilt und reguliert, Y korrigiere. Meine Minderwertigkeitskomplexe, gelöscht, geheilt, reguliert, Y korrigiere. Meine Anorgasmie, gelöscht, geheilt, reguliert, Y korrigiere. Und er macht es so lange, bis ihm nichts mehr einfällt. Wenn wir in unserer Wahrnehmung noch irgendetwas spüren, was es da an Verleugnem geben könnte, geben wir das dem Patienten einfach vor und der prüft, ob es richtig ist. Und dann im Grunde spricht er uns nach. Diese erste Hälfte, wo über dem Mitochondrium das Sinus steht und wo wir mit einer Hand Leiben lösen und mit der anderen Hand mit dem Tensor ausleiten, die wird abgeschlossen, wie immer, mit dem Satz: alles gelöscht, alles geheilt, alles reguliert, was der hundertprozentigen Zündung von Freiheit, Wollust und Magie im Wege steht. Y korrigiere, zu 100% unverleugnet Y korrigiere. Und dann kommt der zweite Teil, wo wir den Tensor beiseite legen und jetzt ausschließlich unseren Berührungsreflexen folgen, wohin uns der Leib ruft, dort mit den Händen hingehen, kneten, strahlen, drücken, kratzen, was immer der Leib von uns will. Und jetzt fängt der Patient an zu wiederholen, das, was er in seine Mitochondrien hineinhaben will, was er in dieses tiefste Tiefe seines Systems imprägnieren will. Und er sagt: Schönheit, Entspannung, Erleuchtung, imprägniert und gezündet, Y korrigiere. Und das wiederholt er jetzt aber öfter. Das wiederholt er mantrisch öfter. Wir stellen uns als Therapeut, so sagt Vaivamos, jetzt das Mitochondrium vor mit einem Y über dem Mitochondrium. Und der Patient wiederholt mantrisch diese Dinge, bis wir bei der Beleibung das Gefühl haben: ja, das ist jetzt in jedem Mitochondrium drin. Und dann fängt der Patient die nächste Trias, die wir vielleicht schon im Voraus herausgearbeitet haben, an zu imprägnieren mit den gleichen Worten: Fröhlichkeit, Hingabe, totale Sinnlichkeit, gezündet, vibriert, implantiert, Y korrigiere. Und wenn der Patient durch ist mit den Sachen, die er als Gefühl hatte, dass sie jetzt in diesen freien Raum hinein sollen, dann können wir ihm auch noch Dinge anbieten, die wir beim Lauschen zum Leib hören. Und wir bieten sie ihm an und er überprüft, ob sie richtig sind. Und dann spricht er sie wiederum mantrisch, bis wir beim Beleiben das Gefühl haben, es ist gut. Und das machen wir so lange, bis Patienten und Therapeuten nichts mehr einfällt. Und dann beenden wir die Behandlung wiederum mit dem Satz: mitochondriale Leibtherapie zu 100% erfolgreich, zu 100% unverleugnet, Y korrigiere, alles gelöscht, alles geheilt, alles imprägniert, alles gezündet, Y korrigiere. Noch ein kleiner Hinweis für meine Leiber: auch ich arbeite ja inzwischen fast ausschließlich noch mit meinen Berührungsreflexen. Ich lausche zwar immer noch nach dem Ruf des Leibes, aber meistens sind meine Berührungen, mein Reiben, mein Drücken, mein Kneten eher reflexartig. In den letzten Monaten ist aber ein Phänomen dazugekommen und wenn das auch schon mal einer von euch erlebt hat, würde mich das interessieren. Ich sehe am Leib vom Patienten kleine rote Punkte leuchten. Ich habe das mal abgeglichen mit meinen Shiatsu-Leuten und die sagen, das sind tatsächlich Meridianpunkte, die ich sehe. Und die sehe ich auch bei ganz bestimmten Problemen besonders angeordnet. Und dann ruft mich dieser Punkt und ich drücke ihn, wie ich das mal beim Shiatsu gelernt habe. Und wenn ich ihn lange genug gedrückt habe, verschwindet er. Und dann drücke ich den nächsten Punkt.
Und wenn ich alle Punkte gedrückt habe und der Ruf des Leibes dann auch fast immer zeitgleich erfüllt ist, dann leuchtet da nichts mehr. Ein interessanter Hinweis, dem ich jetzt gerne folge, weil ich habe Shiatsu immer sehr geliebt. Darum sind meine Leibtherapien gerade etwas Shiatsu-artig, aber vielleicht hat ja der ein oder andere das auch schon erlebt. Wir werden ab jetzt die mitochondriale Leibtherapie bei uns im Testchart haben und meine Tester werden bei jedem, der das möchte, testen, ob er das brauchen könnte, aber sie werden generell, wenn sie die individuellen Kurpläne testen, ab jetzt diese Form der Leibarbeit ja mittesten. Ich danke Vaivamos für diesen wunderbaren Hinweis und ich möchte bei dieser Gelegenheit meinen beiden Vaivamos-Kanälen, Reik Schörling und Regina Köhler, einfach mal total danken. Ohne euch und ohne euren Kanal für Vaivamos, den ihr immer wieder so hingegeben mir zur Verfügung stellt, wäre meine Arbeit undenkbar und ich wahrscheinlich gar nicht mehr am Leben. In dem Sinne, Aho, Atayo, euer Andreas.